Bevor ich jetzt anfange, mit dem Wort, was ich habe, es weiterzugeben oder was mir auf dem Herzen liegt, möchte ich ein Zeugnis geben. Einfach, was mir selber auch zum Zeugnis wurde. Ich habe gestern zwei Videos freigeschaltet. Einmal ein Gebet für und Segen für Familien und einmal ein Gebet und Segen für Alleinstehende. Und in dem Gebet geht es da auch darum, dass ganze Häuser zusammengeführt werden und wieder zum Glauben kommen und dass ganz neu Gottes Wort in den Häusern der Familien gelesen wird und dass verlorene Söhne und Töchter zurückkommen und dass diese Häuser strahlen und diese Herrlichkeit hineinleuchtet in unsere Städte und in unser Land. Und heute hatte ich vor unserem Gott-Erlebt-Abend eigentlich nur eine geplante Taufe von einem Hausherrn, von dir. Ich sage ganz bewusst jetzt hier keinen Namen. Und die Geschichte ist so geendet, dass sein ganzes Haus getauft wurde heute. Halleluja! Und das ist mir jetzt aufgefallen, als ihr weg wart. Ja, plötzlich wollten auch der Sohn getauft werden und die Frau getauft werden. Und es war nicht geplant und es war wunderbar. Es war so eine Präsenz da vom Heiligen Geist. Es war einfach echte Freude. Und als ihr weg wart, ist mir aufgefallen, dass das so eine Bestätigung ist für das Gebet, was ich so auf dem Herzen hatte und was gestern freigeschaltet wurde. Und dass es so mit euch startet. Also als Familie, als ein ganzes Haus. Es ist biblisch. Der Hausherr kommt zum Glauben und sein Haus wird getauft. Ganze Häuser. Und daran glaube ich, dass Jesus dieses Jahr ganze Häuser leuchten lässt. Dass wir dieses Jahr viel sehen werden in Jesu Namen, auch Zeichen und Wunder, Herrlichkeit Gottes. Aber, und dann komme ich auch schon zu dem Wort, in einer Zeit, die immer dunkler wird, in einer chaotischen Zeit. Und ich möchte heute über die Jahreslosung mit euch sprechen. Und vorher möchte ich es in deine Hände legen, Jesus, dass du mächtig wirkst und Heiliger Geist, dass du uns dein Wort aufschließt, dass das Wort aufgeschlossen wird, dass wir es verstehen, dass wir dich verstehen, Jesus, was passiert, dass wir die Umstände verstehen, dass wir dein Wort verstehen. Und ich will alles in deine Hände legen. Ich will mich beugen. Ich will deine Gedanken in meinen Kopf hineinbekommen und ich will deine Worte sprechen. Und ich gebe dir, Heiliger Geist, ganz bewusst die Kontrolle. Nicht nur die Kontrolle über die Worte, sondern auch die Kontrolle über den Abend, über jeden Einzelnen hier. Und ich lade dich ein, dass du mächtig wirkst, dass du herumgehst zu jedem Einzelnen und jeden Einzelnen füllst mit deiner Heiligkeit, mit deiner Herrlichkeit, damit wir die Augen aufgetan bekommen für den Herrn Jesus, damit wir Jesus besser kennenlernen, besser erfassen, mehr Vertrauen empfangen, mehr Herrlichkeit, mehr Kraft aus der Höhe, mehr Heilung, mehr Wiederherstellung. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist, dass du in diesem Raum bist, du großer, allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde erschaffen hast, dass du hier bist, dass du uns begegnen willst. Dafür danke ich dir. Und dass du uns trösten willst. Dafür preise ich dich. Und die Jahreslosung für 2016, vielleicht kennt ihr die schon, vielleicht auch nicht, die lese ich euch vor, die steht im Jesaja Kapitel 66, Vers 13. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie einen seine Mutter tröstet. Gott will uns trösten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Trost brauchen. Wann brauchen wir Trost? Nicht, wenn es uns gut geht. Ich weiß, das sind wieder Worte, die einige nicht hören wollen. Aber wir haben keinen Rosa-Rot-Glauben, wir haben kein Evangelium, wo es immer auf der Spitze ist. Wir werden auf der Spitze sein. Die Herrlichkeit Gottes wird durch uns scheinen. Jesus wird uns den Weg bahnen. Aber wir brauchen seinen Trost. Und Trost braucht man, wenn man Verletzungen hat. Trost braucht man in Situationen vielleicht, wo man Angst hat und wo man sich an Jesus wendet, wo er da ist und seine Arme weit öffnet. Trost brauchen wir, wenn wir traurig sind, warum auch immer.
aufgrund von Verlusten, ja, von Dingen, von Situationen, in die wir hineingekommen sind, die nicht so schön sind, dann brauchen wir Trost. Und die Jahreslosung wird gewählt, ausgewählt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Und zwar 4 Jahre im Voraus. 4 Jahre im Voraus. Da spielen keine politischen oder gesellschaftlichen Dinge eine Rolle. Ganz einfach deshalb nicht, weil niemand weiß, was in 4 Jahren ist. Das heißt also, der Herr wusste aber, was dieses Jahr kommt. Denn letztes Jahr, in 2015, das will ich einfach jetzt hier auch noch mal festhalten, war die Jahreslosung im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Und die Jahreslosung wird ganz besonders im europäischen Raum, werden diese Losungen gelesen. Und was hatten wir oder was haben wir gehabt? Die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge. Und Jesus hat das gewusst schon vor 4 Jahren. Und er hat uns ans Herz gegeben, ganz besonders für 2015, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Und dieses Jahr, 2016, Gott spricht zu uns: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und ich habe mal überlegt, also meine Mutter oder wie tröstet eine Mutter? Also es gibt nichts Besseres, als in den Armen einer Mutter zu liegen, wenn man Kummer hat, zu seiner Mutter zu gehen und man kann sich dort ausweinen. Es gibt keinen wärmeren, offeneren Arm. Ich spreche natürlich jetzt von gesunden Mutter-Kind-Beziehungen. Gesunden Mutter-Kind-Beziehung. Es gibt natürlich auch Kinder oder Erwachsene eben, die das gar nicht kennen. Aber da sagt eben Gott: Ich will sein wie eine Mutter für dich, weil diese gesunde Mutter, dieses Verhältnis ist einfach so. Sie tröstet ihr Kind in jeder Situation. Und eine Mutter hält auch in jeder Situation zu ihrem Kind. Ich kann das selber nur bestätigen. Egal, was deine Kinder gemacht haben, dann auch in der Pubertät. Unsere Kinder sind ja jetzt schon älter. Du hältst zu deinem Kind. Du hältst zu deinem Kind. Du nimmst es zur Seite, aber du hältst zu ihm. Du stärkst es. Du nimmst es in den Arm. Du tröstest es. Und für das Kind gibt es keinen besseren Ort, als in den Armen der Mutter zu sein. Und Gott sagt uns: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Eine Mutter verbindet die Wunden. Wenn ich rede jetzt immer aus Perspektive der Kinder. Wenn du ein Knie angeschlagen hast oder irgendetwas, eine Wunde, die Mutter verpflastert das. Die legt ihre Hand da drauf und sagt: Das wird schnell wieder heil, du wirst schnell wieder gesund. Die nimmt dich in den Arm. Und du findest so viel Trost, du findest so viel Zuversicht. Du wirst gestärkt in den Armen deiner Mutter. Du kriegst wieder Kraft, um weiterzugehen. Als ich schlechte Arbeiten in der Schule hatte, ich war nicht ein besonders guter Schüler, eine besonders gute Schülerin, aber meine Mama hat mich dann immer in den Arm genommen. Also, die hat das war schon fast wie eine Belohnung für mich. Also, ich bin gestärkt wieder in die Schule. Also, ich habe da keinen Stress gehabt, sondern meine Mutter hat gesagt: Das wird und mach weiter und nächstes Mal wird es besser. Und ihre Arme waren weit auf. Also, bei einer Mama darfst du, bei einer Mutter darfst du Fehler machen und bei Gott auch. Gott wartet auf dich und er will dich aufnehmen mit seinen tröstenden, weit ausgebreiteten Armen. Und mir ist, als ich über diese Jahreslosung so nachdachte, noch eine Episode eingefallen, die habe ich einmal gehört von einer Mutter oder eine Situation, eine echte Geschichte, deren Junge weggelaufen ist in der Pubertät. Ich glaube, da waren auch Drogen im Spiel, der ist abgehauen von zu Hause, der hat auf der Straße gelebt. Und diese Mutter, die ist nachts immer rausgefahren zu dem Ort, wo sich diese Leute getroffen haben und hat sich hinter der Wand versteckt und hat geguckt, hat ihr Kind beobachtet, hat für das Kind gebetet, ne? War immer da. Und ich glaube, so ist das bei Jesus auch. Er ist nicht weit entfernt. Wir sind auf Abwägen, aber er ist da. Er guckt, wann wir wiederkommen. Er liebt uns, er will uns trösten, wie eine Mutter einen tröstet. Ich hoffe, das geht ganz tief jetzt in dein Herz hinein, wie Gott ist, wie Jesus ist, was er für eine große Liebe hat. Diese Mutter war Nacht für Nacht da und hat geguckt, ob ihren Jungen angeguckt, ob es diesem Kind gut geht. Und dieses Kind ist auch nach Hause gekehrt.
Dieses Kind ist später nach Hause gekommen und hat auch in der Gemeinde dann eine Aufgabe übernommen. So ist Gott. Gott wartet auf uns, dass wir umkehren zu ihm, dass er uns trösten kann. Weißt du, eine Mutter kann uns auch nur trösten, wenn wir zu der Mutter gehen. Und ich sag dir, ihre Tür ist immer weit auf. Du kannst weggelaufen sein und sie wird dir aufmachen und sie wird dir sagen, hurra, dass du wieder da bist. Eine Mutter hält immer zu ihrem Kind. Und Gott will uns trösten. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und ich glaube, wir brauchen sehr viel Trost. Ich glaube, wir kommen in sehr, sehr starke Finsternis herein. Die Wellen werden stärker und kommen in kürzeren Abständen, weil Jesus das so gesagt hat. Ob es uns passt oder nicht. Aber der Herr wird uns trösten, egal was geschieht. Der Herr ist die strahlende Sonne. Der Herr wird uns durchtragen. Und ich möchte euch noch einen Vers geben, den Jesus gesagt hat, weil werdet wie die Kinder, liegt mir am Herzen, euch heute Abend weiterzugeben. Im Matthäusevangelium Kapitel 18, Vers 3 bis 4 sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Umkehren oder werden wie die Kinder heißt auch, mal ablassen von diesem Stolz, es besser zu wissen als Jesus. Eine Mutter weiß, wo Gefahren sind. Ne? Eine Mutter sagt, fass nicht auf die Herdplatte oder nimmt ihr Kind und reißt es weg vom Herd. Eine Mutter passt auf dem Balkon auf, dass ihr Kind nicht an die Brüstung geht, damit es nicht hinübersteigt. Warum? Weil die Mutter weiß, da geht es runter, aber das Kind weiß es nicht. So weiß Gott auch deinen Weg. Und er weiß, was danach kommt. Und deswegen lohnt es sich, auf Jesus zu hören. Weil er ist Alpha und Omega. Er ist Anfang und Ende. Er weiß von den Gefahren. Er weiß, was nach der Balkonbrüstung kommt und ob du überhaupt auf einem Balkon bist. Ob du stürzen kannst oder nicht. Er weiß, ob die Herdplatte heiß ist oder nicht. Und deswegen sollen wir uns klein machen. Wir sollen werden wie die Kinder in diesem Bild. Wir sollen das annehmen, was unsere Mutter, was unser Vater, was unser himmlischer Vater uns sagt. Und das steht in seinem Wort, das steht in der Bibel. Diese Weisung haben wir für unser Leben, damit unser Leben gelingt. Damit wir durch dieses Jahr hindurchkommen. Und damit wir ein Zeuge sind, ein Zeuge seiner Herrlichkeit. Inmitten einer Zeit, die dunkel ist. Und der Heilige Geist ist auch unser Tröster. Jesus sagt, wer Jesus angenommen hat, wer Jesus als seinen Herrn in sein Herz gelassen hat, zu dem sagt Jesus, ich lasse dich nicht alleine, ich sende dir, ich schicke dir den Heiligen Geist. Der ist immer an deiner Seite. Das ist dein Lehrer und dein Tröster. Der Heilige Geist ist in uns. Und das heißt, wenn wir Trost vom Heiligen Geist empfangen, vom Vater, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann werden wir gestärkt und dann können wir auch andere wieder trösten in einer Zeit, die immer dunkler wird. Wenn unser Gefäß voll ist mit der Liebe und Herrlichkeit des Herrn, wenn es randvoll ist, dann können wir überfließen. Wenn wir zur Quelle des Lebens gehen, können wir überfließen. Und das geht nur bei Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, dann wird es Zeit. Denn Jesus ist das Licht in der Finsternis. Und es gibt keine andere Chance, durch diese Zeit zu kommen, als mit Jesus. Es gibt keine bessere Verheißung als die des ewigen Lebens, die Jesus uns gibt. Es gibt keinen besseren Trost, als Jesus Christus uns geben kann. Keine bessere Stärke, keine bessere Hilfe. Halleluja. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und dafür loben wir dich. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du, wer dich noch nicht kennt, dass du mächtig kommst und dass du austeilst. Dass du uns füllst, jede Zelle, alles,
dass wir überfließen, dass deine Herrlichkeit, Jesus, aus uns herausstrahlt. Halleluja, 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 komm, Heiliger Geist, geh hier durch, durch jede Reihe. Nimm den ganzen Raum hier ein, jede Ecke, jeden Winkel. Alles soll unter deine Kontrolle. Wir wollen mehr von dir, Jesus, mehr von deiner Herrlichkeit. Wir wollen erkennen, wie gut du bist. Wir wollen überfließen, damit wir austeilen können. Halleluja. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen in den Lobpreis, in die Anbetung. Macht euch weit auf für Jesus. Macht euch weit auf für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist teilt heute Abend Sprachengebet aus und Heilung. Halleluja. Danke, Jesus. Wir geben dir die Ehre dafür. Halleluja. Ihr könnt sitzen bleiben oder ihr könnt euch aufstellen zum Lobpreis. Es ist egal, das ist deine Zeit mit Jesus. Wenn einer aufstehen will, kann er das machen. Wenn einer sitzen bleiben möchte, kann er das machen. Wenn du bereits in Sprachen sprichst, darfst du es tun, aber ein bisschen, weil einige wissen vielleicht auch gar nicht, was das ist, Sprachengebet, und ich will es jetzt auch gar nicht erklären, aber dass keiner verschreckt wird, macht es so für euch und der Herr macht's gut. Halleluja. Halleluja.